Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zur rektakulären Zerreißung. Don't worry, I will protect you. Ja, wo wir heute mal gucken wollen, ob wir nicht eventuell das für wahre, brave, kleine Kinder gehört, mal so ein bisschen in so einen Girls-Girls-Girls-Schuppen gehen wollt, ja? Der Typ. Das New Fit ist fantastisch. Stellen Sie sich ein, Citizen. It is I, Captain Diabetes. I must speak with the ladies inside. Get out of here before I fucking throw you out. Werden wir ihn bekämpfen müssen? What to do? Ja, einen auf die Schnauze hauen, was denn sonst? Schau mal, wir sind hier in South Park. Ich kann nicht ihm auch ins Gesicht pupsen. There must be another way in somewhere. Also gehe ich mal davon aus, dass die Idee rauszugehen gar nicht mal so verkehrt war. Okay, verstehe, danke. Ich dachte mir, dass da drinnen ja nicht mehr so viel ging. Now we just need a way up there. Ja, ist klar. Moment, ach, du kannst was machen. Erzähl, oh, ja, dann hau einen raus. Stand aside, Sidekick. Ich dachte mir, dass da drin gar nicht mehr so viel möglich ist, irgendwas zu tun. Deswegen gehen wir draußen gucken und stimmt tatsächlich, also läuft. 100% Apple. Da kann man schon mal eine Telefonzelle aus den Ankern reißen, ist überhaupt kein Problem. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal. Ja. Danke, sehr freundlich von dir. Oh, boy. Das war ein Volltreffer, habe ich mir sagen lassen. Möchte ich hier reingucken? Nein, ich möchte nicht die Ausflug. Ich möchte ihn. Nein, hör auf. Nein, fokussiere den. Nein. Oh boy. Ich wollte doch eigentlich gar nicht. Halten. Und halten. Und R2. Ja, ist egal. Gut, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir jetzt ja quasi auch. Weißt du, dann können wir jetzt auch. Mach ich das richtig? Ich habe keine verdammte Ahnung. Dann können wir ja quasi auch gehen. Im ersten Teil habe ich dafür wenigstens ja noch ein Item. Da hängt ein Kondom an der Decke. Ein volles doch dazu. Nee, ist gut. Ist genau. Genau das, was ich erwartet habe. Ist alles easy. Gesundheitsamt-Checkliste. Schrott. Nee, ist klar, Alter. Möchte ich das hier... Herrensoße, Bio-Gefahrengut. Ja, nee, ist klar, nehmen wir natürlich gerne. Wenn South Park sagt, wir nehmen, dann nehmen wir natürlich gerne. Gern geschehen. Und jetzt, was habe ich davon jetzt? Achso, noch ein schmutziges Feuchttuch. Kann ich dir ins Gesicht pupsen? Möchte gerne ins Gesicht pupsen. Entschuldige mal bitte. Du pisst alle voll und ich will mich wehren. Ja, weiß ich... Okay. Ich weiß nicht, dass man den GTA 5 nicht zeigen durfte. Wow. Dürfen wir das hier tun? Really, Heilige Verdammt. Okay. Don't freak out, Sidekick. We're superheroes. We can handle this. Natürlich, wer will nicht wir? Information about the missing cat. But who? There's only one thing we can do. We have to pick someone and take him to the VIP room. Find someone and meet me there. Wenn ich mir das mal freuen, dass man das als Kind so tut. Sprich mit drei Stripperinnen. Hallo. Bist du eine Stripperin? Daycare is behind the bar, sweetie. Kinderkrippe ist hinter der Theke. Entschuldigung, ich habe einen Vollbart, ja? Also jetzt ist aber mal gut. Und du, Madame? Come back when you're 21 and I'll let you suck on my implants. Okay, Alter. Danke, dass du aber mir dann trotzdem deinen Arsch ins Gesicht hältst. Ist okay. Hallo, Onkel Typ. Hey, Sidekick. No luck, huh? That's okay. I found a couple guys. Heilige Scheiße. Hey, you two girls ready to party? So this is your friend, was? Huh? She's fucking hot as fuck. Oder wie man in Game of Thrones sagen würde, zu jung. I don't know, she's kind of short. I like them short. You take the one with the speech impediment. Come on, let's get some dances. I was thinking we could just go in there and talk for a little while. Yeah, first we get dances, then we talk. Ich muss jetzt nicht ernsthaft. Ach du, nein. So, have you gentlemen ever had dances from a girl with a penis tattoo? Come back here to talk, baby. Was zur Hölle soll ich dazu sagen, Alter? Until you finish grinding on our chubs. Oh, all right. Okay, Sidekick. You know what this means? Nein. Lap Dance Minigame. Bin ich mindestens genauso lasziv wie die Tante, die da war? Das hat gerade schon so toll funktioniert, als ich habe bisher 0 Punkte. Ich muss in entgegengesetzte Richtung. Aha. Jetzt, guck, wie toll wir sind mit unserem Lapdance-Minigame. Die Bewegungen, die ich mit meinen Fingern vollführen muss, sind absolut fantastisch. Oder wie das Spiel sagen würde, nicht übel. Nee, ist okay, ist super, ja. Coole Moves, yo. Scheiße, wieso das denn? Das war die coolste überhaupt. Entschuldigung mal bitte. Das ist so bescheuert, Alter. Come on, you're killing my buzz here.
Alter Schwede, nee, ist gut. Willkommen in South Park. Willkommen in South Park. Das ist natürlich immer die Frage. Das Problem bei South Park ist immer, du weißt nicht, ob er das Video dann wirklich hochladen darf. Das ist immer problematisch. Aber gut, auf der anderen Seite. Ich meine, wir haben Stick of Truth überlebt. Da kriegen wir das wahrscheinlich auch so gerade eben hin. Das ist falsch schon. Jetzt muss ich in die andere Richtung drehen. Ja, ich komme gleich schon. Weißt du? Lass das mal einfach so stehen. Wie oh nein. Was heißt denn hier oh nein, Alter? Schon mit. Ich stänk den ganzen VIP-Raum voll. Und nur weil du nicht so cool bist wie ich. Und dann twerken wir. Twerken wir auch alle gemeinsam und drücken Dreieck mit. Oh no, stop. Let's just talk. Ja, bitte. Das hättest du auch vorher direkt haben können, du Arschkrampe. Lab Dance complete. Okay, shut down. Nee, ist genau das, was ich erwartet habe von meinem heutigen Tag. What kind of work do you guys do? And have you ever danced with a girl here who has a penis tattoo? Penis-Tattoo, sagt er und hing an seiner Krawatte. With a penis tattoo. Yeah, Classy, that's her name. Classy, ja, der Name passt. Yeah, Classy with an I and a little dick that hangs off the C, which fucks the L out of the ASS. Of course. Hence the tattoo. Natürlich. We have the name, new kid. Alter, what are you talking about? This is the worst VIP experience ever. Yeah, all I did was get farted on. You ain't going nowhere. Haha! I am the ordinary stripper. I am Captain Diabetes. What? My sidekick and I simply used our powers of disguise to extract information from you. You won't get away with this, Captain Diabetes. Werden wir jetzt betrunkene Leute schon wieder bekämpfen? Das ist ja verrückt. Besiege die VIP-Gäste. Okay, wir werden das irgendwo mal tun. Mit dem Tisch in der Mitte. Aber die sind langsam. Ja, siehst du mal, hättest du dich mal nicht mit mir angelegt, was du vermutlich auch nicht hast, aber ist egal, dann wärst du jetzt auf jeden Fall mal ein kleines bisschen weniger unglücklich, vielleicht ein kleines bisschen. Ich kann die wahrscheinlich nicht beide treffen. Das heißt, wir fangen mal erstmal so an. Wir fangen mal erstmal klein an, machen wir erstmal so. Wir fangen erstmal mit klein an, wenn wir schon groß gepupst haben, machen wir das zumindest mal so. Willst du damit sagen, dass ich billig bin? Willst du das damit sagen? Warum greift der jetzt selber? Ich hab nicht aufgepasst. Shit. Was für ein Film, weißt du? Was können wir mit dem jetzt nochmal tun? Ich hab keine Ahnung mehr. Das war irgendwie nicht so toll. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich überhaupt an keinen von den beiden irgendwie rankommen werde. Und mein Gefühl täuscht mich nicht. Das heißt, wir versuchen uns erstmal in Position zu bringen. Indem wir uns hier hinstellen. Pass mal auf, das ist jetzt das, was wir tun werden. Oder habe ich irgendeine andere Möglichkeit? Ist egal, wir versuchen erstmal. Ich bin doch dabei. Also, und dann, jetzt stehen die nämlich so, dass ich das hier auf beide machen kann. Und dann... Da sind die noch auf dem Weg. Sind wir schon auf dem guten Weg. Die Verbraucherzentrale, dass ich die nur halb gemacht habe. Ja, nee, ist okay. Man muss... Aua, nein. Hör doch mal auf jetzt, Arsch. Also jetzt reicht's doch. Was laberst du für eine Kacke? Hör doch mal auf jetzt mit dem Schmuh. Warte mal, als nächstes bin ich dann wieder dran. Das heißt, ich könnte mich danach erstmal selbst heilen. Das heißt, für den Moment kann ich jetzt versuchen, ihn vielleicht sogar auszuschalten? Nee, nicht ganz. Das ist sehr, sehr tragisch für mich. Das macht ihn langsam, bringt mich dann nicht weiter. Wir versuchen dieses Mal. Wir versuchen erstmal das hier. Ja, shit, das wird wirklich so wenig. Ja, in der Tat, extrem cool. So, und damit heilen wir jetzt nämlich... So, guck, wie gut wir sind. Ich vergesse permanent die Quicktime-Events, aber das gehört dazu. Dafür haben wir Delfine. Angriffsstärkung noch dazu. Gut, wir sind, man. Das soll man fast zum Start des Kampfes machen. Aber dann haben wir natürlich auch im Prinzip... Gut, ja. Beeindruckend. Absolut beeindruckend. Aber das wäre natürlich dann im Prinzip auch so ein bisschen zumindest verschenkt, weil wir ja dann den Healing-Effekt nicht haben. Was erzählt er? Moment, jetzt kann ich die aber wieder beide treffen. Allerdings bin ich jetzt gerade mit Captain Diabetes unterwegs. Das heißt, ich müsste erstmal ihn umbringen, was jetzt dann schon fast etwas verschwendet wäre. Das trifft beide, bringt ihn aber mit um. Ja, dann machen wir das. Das ist quasi dann sinnvoller. Was hast du mit deinem Pillemann gemacht? Interessiert mich das wirklich? Möchte ich das wirklich wissen? Moment, wir gehen dann hier hin und verlangsamen den jetzt mit Eis, genau. Und dann sind wir quasi auf einem guten Weg. Ist schon am Bluten, weil wir so gut sind. Also nein, nicht so am Bluten. Natürlich ist die... Shit, ich hab nicht aufgepasst, wie viel AP ich noch habe. Das reicht bestimmt... Moment, der kann aber jetzt sowieso eine Runde nicht angreifen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt das machen, hat er nur noch ganz wenig AP und danach müsste ich ihn ja umgebracht bekommen mit Typ. Also alles gut, haben wir alles gut gemacht. Genau, Arschloch. So, guck, hättest du dir ja vorher denken können. Trifft ihn das jetzt auch? Wenn ich so mache, trifft ihn das definitiv nicht. Aber ihn trifft das und dann haben wir... Genau, nehmen wir lieber die Tacos damit.
Hartman würde sich freuen. Wir können ja ruhig mal an unsere Freunde denken, oder? Brave kleine Pandas, wie wir sind. Hätten wir ruhig mal machen können jetzt, oder? Peppermint-Hippo-Treuekarte. Eine Rolle mit Pfefferminz-Bonbon. Das war dreifache Medizin. Ach, cool. Was will ich jetzt finden? Ist ja Wahnsinn. Now let's get back to the main floor. Ja, lass mal machen. Also wir suchen jetzt Classy, ja. Du Scheiße. Good night out there. Be sure to tip your waitresses and maybe buy a drink for the DJ. Next up on the main stage, we've got a little bit of hot sauce coming up your way. Let's give it up for Esmeralda. Esmeralda, ich dachte, es wäre jetzt Classy. The DJ calls the bitches names and then the bitches come out of that back room. Nugent, we need to find a way to distract the DJ. I got it. Gin and tonics always make my mom pass out. If we can make one and find something really strong, he'll be out for sure. Go make that drink, sidekick. Ja, nee, ist gut. Machen wir das. Also, ich muss jetzt... Was willst du von mir? Also, ich muss es jetzt mischen. Finde die Stripperin im VIP. Jetzt muss ich einen Gin Tonic... Finde eine besondere Zutat, finde einen kostenlosen Gin Tonic oder irgendwas anderes. Moment. Ist das hier ein kostenloser Gin Tonic? Ich weiß, Gin Tonic ist nicht gelb, das weiß ich. Oder grün. Gin Tonic... Wo kriegt man sowas jetzt her? Oder ich mische es einfach selbst. Popel und Wichse versteckt in der Küche. Gin Tonic versteckt in der Bar und Rattenscheiße versteckt in der Abstellkammer. Also, irgendwas ist versteckt in der Bar. Hier liegt was rum. Ich möchte, dass da was auf dem Boden liegt haben. Oh, vielleicht kann ich dann hier rein. Und dann auf der anderen Seite wieder raus. Was denn? Das da oben, oder was? Möchte ich das wirklich haben? Möchte ich das wirklich haben, ist die Frage. Also kann ich das jetzt für den Moment nicht haben, ja? Gehe ich recht in der Annahme, dass, ja? Aber vielleicht kann ich das anzünden. Und dann explodiert alles. Und dann kann ich jetzt vielleicht meinen Pups dahin machen. Toll. Opel und Wichsel. Weil das genau das ist, was ich haben möchte. Fettige Muschelpizza. Ja, Gott sei Dank sind es dann nur Muscheln, ja? Wir lassen das gerne mal so stehen. Dose Red Balls und ein Eimer mit Mayo Boy. Ach, du liebe Zeit. Und mir erzählen sie, ich sei zu jung für hier, ja? Ich wollte nicht rausgehen, ich wollte das Zeug da einsammeln, du Arsch. Das zeige ich mir nur die Tür an, okay. Hallo, guten Tag, kann ich nicht mit dir reden. Ich kann dich hauen. Das möchte ich gerne haben. $1.44. Ehrlich. Gin Tonic, ja, Wahnsinn. Lass mal lieber gehen. Das brauche ich jetzt noch, die Köttel. Finde ich wo? Auf dem Klo, haben sie gesagt? Oder finde ich es irgendwie hier hinten drin? Oder? Ich habe keine verdammte Ahnung. Da oben ist eine Ratte. Ich wollte es nur mal so anmerken. Ich wollte nur mal so anmerken, dass da oben eine Ratte ist. Wir haben sie weggeschleucht. Kann ich hiermit jetzt nicht interagieren? Kann ich mit scheinbar nicht interagieren. Aber dafür möchte ich gerne. Moment, ich kann das auf jeden Fall schon mal. Das kann ich verschieben und dann können wir da. Klug wir sind, Mann. Guck wir. Moment. Entschuldige mal bitte, ich stehe doch unmittelbar davor. Ich will nur 3 Pixel nach vorne schieben, damit ich da reinkomme. Aber wo sind wir denn hier? Wir sind im Gegengiftland. Entschuldige mal bitte. Macaroni. So, ja, verdient. Ich bin... Moment, ich sehe was. Ich sehe nämlich das hier. Aber das explodiert sehr wohl einfach so. Und jetzt können wir nämlich das Ding nehmen, um hier dann hochzugehen. Und so können wir dann da hinlaufen. Aha, und das ist jetzt irgendwie... Das ist jetzt Köttel irgendwie, Kram irgendwie. Die haben die hier gelagert in einem Sack. Rattenscheiße. Ach, es war Rattenscheiße. Ja gut, dann gibt es natürlich plötzlich doch so. Jetzt muss ich... Also stimmt, ich muss noch mischen. Ich hätte beinahe vergessen, dass ich selbst mischen muss, meinen tollen Drink mit Rattenscheiß. DJs Spezial... Mit Rattenscheiß. Ich brauche noch was? Moment. Einige Scheiße, das war einiges jetzt. Okay. Ach Quatsch. Willst du damit einfach fragen oder in Frage stellen, dass ich irgendwie. Oh Gott. I'm sorry you had to see that, sidekick. But nothing in this world makes me more angry than farts. It awakens the deep-seated rage that I harbor within me. I wish it didn't have to be farts. Sehr beeindruckend. So, guck. Im Prinzip sind wir doch bestens gedingsbums. Gib dem DJ das DJ-Special. Ja, wir geben dem DJ mal das DJ-Special. Warum auch nicht? Guten Tag. Bist der DJ? Moment. Sie liebt den DJ und wir füttern ihn. Da, guck. Das ist das, was wir tun, weil wir so nett sind. Guck dir mal. Entschuldigung mal bitte. Gleich benutzen. That went down really good. The DJ sure does appreciate it. Oh man, I think someone farted in my drink, guys. I'll be right back. Alles andere ist aber natürlich vollkommen in Ordnung, Alter. Great work, new kid. Wow. All right, guys, put your hands together. Be sure to tip your wedges. The things are about to get a little bit hotter than they did. Please welcome Classy. Ich darf auf meinem Mikrofon auch so viel tollen Hall haben. That
right, guys. Let's get her on out here. That's Classy with an I and a little dick to fuck the hell out of the ASS. Give it up for Classy. Heilige Scheiße. Hey, what you calling me out for? I ain't on stage yet. Hat sie die Pille im Gesicht? Gesicht? That must be her new kid. Oh, shit, it's 5-0. Cops are here. After her. Die hält uns jetzt für Cops. Ja, ist plausibel. Nee, ist alles okay. Ist genau das, was ich erwartet habe. Und ist auch im Prinzip auch richtig. Ja, geklässig hinterher. Möchte ich das denn wirklich, ist die Frage. Möchte ich das wirklich, ist die Frage. Tortillas. Ja, warum würde man die nicht einfach in der Schublade im Karton hier stehen haben? Nee, ist alles vollkommen plausibel. Blendende Sphäre. Oh, scheinbar besser als irgendwas, was wir haben. Ist sie jetzt im Dressing Room, im Management Raum, wird sie... Ach, sperrt auch noch. Okay, nee, gut. Dann gehen wir halt erstmal da lang. Ich möchte eigentlich... Das Ding ist, hier sind wahrscheinlich dermaßen viele Sachen im Vorder- oder Hintergrund versteckt, die ich vermutlich nicht sehen möchte. Ja, danke. Müssen wir jetzt gegen die Stripperin kämpfen. Vor allem die Dame im durchaus gesetzten Alter da vorne. You want to get to her? You're gonna have to go through us. Alle. Bring it on. Heilige Scheiße. Also die war auf jeden Fall schon was. Like we got a special treat for you tonight. The two assholes that farted in my drink are about to get fucked in the face by our very own lovely ladies. Entschuldigung, aber das war doch nur gut gemeint. Stand down, ladies. We're here for Classy. Was ein Arsch. Ich gebe ihm einen Drink, ist auch wieder falsch. So läuft das aber nicht mehr hier. Ich könnte aber auf jeden Fall schon mal so machen und so beide von diesen freundlichen Damen angreifen. Und dann werden die auf jeden Fall schon mal so ein Drittel tot. Pass mal auf, dann machen wir auch. Und dann boom, schakalaka, boom, shakalak. Shakalak. So, guck, weil wir so gut sind. Und dann, hier ist gerade ihren BH verloren. Fuchsia. Hör mal auf jetzt. Nicht. Oh. Ehrlich, das war fantastisch. Das war ein fantastischer Angriff, danke. Wie heißt sie? Boucher? Keine Ahnung. Die Tante jedenfalls. Die ist schon tot dann. Heilige Scheiße. Das, nehme ich dann. Nee, ich hab getroffen. Reicht trotzdem. Paris, ja. Tatsächlich Paris Hilton, ja. Ja, hallo Lola. Hör doch mal auf. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier ganz viele davon noch spawnen werden. Dass es nicht nur einfach reicht, diese freundlichen Damen hier zu besiegen. Sondern, dass wir die alle umbringen. Reicht das jetzt? Das reicht für sie sogar und sie ist dann auch schon halb tot. Das ist, glaube ich, so Massenangriffe. So AOE-mäßig sind hier, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Heilige verdammte Scheiße, Alter. Sollen wir sie Essie nennen? Oder... Oh, hell no. I ain't getting mixed up in this combat shit. Tschüss. Lass Classy nicht entkommen. Ja, wait, ist der Kampf jetzt vorbei, oder was? Ist er nicht? Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen, oder was? Aua, nein. Ich möchte wissen, was ich gerade geschossen habe. Ich habe sie nicht gesehen. Wahrscheinlich möchte ich daran auch nicht allzu viel ändern, nicht wahr? Darf ich damit irgendwas oder irgendwen? Ich sehe ja nichts. Nee, tue ich nicht. Toll. Das bringt auch nichts. Das heißt, ich kann mit ihm jetzt mal wieder nicht angreifen. Ist okay. Komm ich absolut mit klar. Warum würde ich damit nicht klarkommen? Dann gehen wir halt und lassen Esmeralda mal ihr Ding machen. Ja. Ihr Ding. Willst du bitte auch... Ich bin schon wieder zurückgeschubst worden. Aber wenn Paris sich jetzt nicht bewegt, könnte ich beide wieder gleichzeitig angreifen. Bitte. Es ist einfach nur grausam. Es ist einfach nur grausam, aber ist egal, dafür ist jetzt gleich irgendwer schon wieder tot. Paris ist tot. Natürlich die Frage, ob wir das wirklich haben wollen oder eher nicht. Aber hallo Blaze, hey, 420. Was? Ja, was willst du von mir? Ja, lass mal irgendwie kaputt klopfen. Da muss man Prioritäten setzen. Ich verstehe zwar nicht, was hier passiert, aber ich weiß, dass ich die Leute kaputt kloppen muss. Und dann bin ich... Okay. I like you, baby. What you want to go and mess with my girlfriend Classy for? Moment, kann es sein, dass ich einfach nur weitergehen muss und nicht kämpfen? Aber dadurch, dass sie hier sowieso stehen, kann ich das auch direkt bekämpfen. Das ist eigentlich Quatsch jetzt, ne? Ich meine, ich kann ja direkt einfach so machen. Und dann so machen. Weil warum würde ich sie nicht bekämpfen, wenn ich sowieso schon daneben stehe? Nur ich müsste jetzt dann wahrscheinlich... Die greifen mich aber auch immer an. Ich werde immer zu... Deswegen schubst du mich wahrscheinlich auch die ganze Zeit zurück. Ich bin ein absolutes Genie. Und dann können wir natürlich jetzt mit ihm im Prinzip... Warum kann ich hier... Ist der belegte Schlüpfer jetzt ein Slot, sodass ich nicht vorbeigehen kann? Oder ist das ein schöner Camel Toe auch? Danke. Das ist auch das, was ich sehen wollte. Ich mache jetzt mal einfach das hier. Das halt direkt beide. Habe ich es richtig gesehen? Das halt nur ihn. Oh nein, shit. Ich wollte eigentlich Kollege Chef auch beheilen. Also so kann ich natürlich jetzt auch oben dran vorbeigehen, was natürlich nicht unpraktisch ist.
So, guck mal, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier auf dem richtigen Weg. Und dann könnte ich natürlich jetzt dahergehen und das machen, was alle angreift und in Eis versetzt, Dingsbums. Guter Plan. Komm, wir machen das und dann sind wir... Und so, und dann haben wir quasi im Prinzip schon gewonnen, wenn man nur dran glauben möchte. Dann ist alles okay, sozusagen. Hab ich mir sagen lassen. Ist die episch. Unterkühl trifft auf die beiden freundlichen Damen aber jetzt nicht zwingend zu, habe ich mir sagen lassen. Aber auf der anderen Seite können wir so natürlich jetzt dann vorbeilaufen. Moment, sind die jetzt tot? Nee, jetzt komme ich ja wieder nicht dran vorbei. Vor allem, Moment, dadurch, dass ich abhauen kann, ich jetzt natürlich hier hingehen. Und bleibe dann auch hier. Titan of Twerking Trixie mit einem durchaus verlaufenden Dingsbums-Tattoo. Ja, nee, ist gut. Ist alles im grünen Bereich. Die Frage ist, wie werden wir vorgehen? Eine von beiden einfrieren wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Dann machen wir mal einfach, weil das heißt natürlich auch, dass die eine dann sich quasi nicht dagegen wehren kann, dass wir zum Ende des Dingsbums kommen. So müssen wir dann jetzt denken. Und dann kommen wir bestenfalls irgendwann voran. Nein, haben wir nicht. Möchte ich das wissen? Man muss nicht alles immer. So genau. Nein, nicht zwingend. Ich könnte natürlich jetzt sie so schon mal verlangsamen. Ja, guter Plan, glaube ich. Das Problem ist nur, dass ich natürlich jetzt mit Chefchen nicht vorbeikomme. Doch, komme ich. Okay, dann... Also, das war's dann jetzt schon. Look out, ladies and gents, here comes the queen of quippies, the mistress of BDSM, queen your domination's dream come true, it's Spontaneous Bootay! You ain't ready for this bootay. Spontaneous Bootay. I'm gonna crush you in my booty cheeks. Ja, mach das mal, Alter. Muss ich jetzt aus dem Weg oder so? Ich möchte gerne nicht da sein, wo sie... Heilige Scheiße, Alter. Kommen Sie klarer. Komme Chantal Le Grande Popo. Sie hat es ja voll unterbricht. Chantal Le Grand Popo den Zug und greift sofort an. Ja, Moment. Wenn das voll ist, greift sie sofort an. Und das Problem ist, muss ich jetzt weiterhin abhauen oder was wollen die jetzt von mir? Ich muss jetzt einfach nur abhauen oder sehe ich das falsch? Aber die, sie greift sofort. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, ich habe verstanden. Okay, das heißt, ich habe diese Zeit quasi, um einfach abzuhauen. Ja. Aber jetzt kann ich ja hier nicht weg. Ich kann jetzt hier nicht weg, das heißt, ich habe keine Chance, außer getroffen zu werden. Ja gut, dann geht's ja noch. Kann ich die irgendwie... Mach doch jetzt bitte auch, ey. Doch, pass auf. Wenn ich jetzt noch genug Zeit habe, kann ich ja theoretisch sogar noch abhauen. Aber natürlich habe ich das nicht. Was zur Hölle, Mann? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Muss ich einfach wegrennen? Muss ich weiterhin einfach flüchten? 900 Schaden, das heißt, das ist ein One-Hit-Kill. Heilige Scheiße, sind die bekloppt? Okay, also wir heilen uns dann mal erstmal selbst. Das Problem ist nur, ich habe doch heilen gemacht. So, mach den jetzt hier klar. So, guck. Und das heißt, ich muss jetzt aber durch die anderen irgendwie durchbrechen und ich muss jetzt also gleichzeitig kämpfen und mich verteidigen und wegrennen vor der Tante. Aber wie soll ich denn so viele Leute gleichzeitig bekämpfen, Alter? Das ist so übertrieben. Aber sie bringt aber ihre Kolleginnen auch einfach um. Mit 1250 Schaden. Irgendwo da geht's ja eigentlich auch, ne? Ich meine, alles im grünen Bereich. Das Doofe ist, dass ich hier jetzt nicht vorbeikomme, ohne dass ich die Tanten umbringe. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich das wahrscheinlich besser tatsächlich tun sollte. Das waren jetzt auch One-Hit-Kills. Ich hatte Glück. Ja, dann geh doch jetzt mal weg. So, pass mal auf. So. Ich bin auf jeden Fall einen Platz sogar schon voraus, weil wir so gut und so schnell sind und so gut. Ist sehr, sehr einschüchternd hier. Ich möchte das gerne nicht. Aber es ist interessant, dass die mit den Kämpfen jetzt dann so schnell so viel anderes auch machen. Das war bis hierhin die... Ach, die können auch Stühle umhauen. Interesting. Es ist bisher die ganze Zeit so gewesen, dass die Kämpfe sehr absolut zu 100% traditionell gewesen sind. Und jetzt kommen die auf einmal um die Ecke und machen einen Kampf komplett anders. Also aber komplett. Die haben alle nur noch 25 KP. Das hilft nicht. Das heißt, alles, was vor mir steht, ist in jedem Fall One-Hit-Kill. Nein, wirst du nicht, meine Liebe. Nein, wirst du nicht. Können wir einfach gehen? Warum dürfen die eigentlich alle die ganze Zeit angreifen und ich nicht? So, pass mal auf. Wobei, ich durfte ja auch angreifen. Das macht nichts. Kann ich denn jetzt auch die Dinger kaputt machen hier, die Stühle? Oder wie läuft das jetzt? Gehen die... Ja, okay, die gehen weg, wenn ich sie angreife. Okay, das ist nicht unwichtig, weil stell dir mal vor, das wüsste ich nicht. Jetzt, hast du dir sagen lassen, ne?
Ich gehe dann wohl mal besser. Aber hier ist niemand mehr. Hier ist niemand mehr. Ich könnte mich jetzt theoretisch sogar heilen. Pass mal auf, guck mal, so gut, so klug sind wir jetzt. Wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde und heilen uns. Weil wir so klug sind. Weil wir, weißt du, Strategie und den ganzen guten Kram. So, bitteschön. Ich bin quasi da. Doch. Schön, wo auch immer du plötzlich wieder herkommst. Ich habe gewonnen, indem ich weggerannt bin. Sehr unbefriedigend, aber dafür haben wir einen Narben-Concealer. Und 25 Cent. Ja, das ist quasi dann auch ein Gehalt, mit dem man zufrieden sein muss, als der Typ, der da arbeitet. In meinem Alter. In meinem Alter. Oh, bevor ich jetzt wieder... Ah, ich rede doch von mir, Mensch. Jetzt muss ich gegen eine Mafiosi kämpfen. Okay. Haben wir ja nochmal Glück gehabt, Alter. Jage Classy hinterher. Lass aber gehen. Gut, wen kann ich jetzt reden? Hallo. Stand aside, Psychic. It is time for Diabetic Rage. Diabetic Rage, ja. Okay. Ich warte noch darauf, dass es irgendwann mal nicht funktioniert. Ich wollte gerade sagen, es sah jetzt so aus, als täte es das nicht. Ja. Even my Diabetic Rage can't move this sign. Oh God. It's too much. Was werden wir nur tun? I need my... Oh no. Oh God, I'm out of insulin. Oh no. You gotta help me, I drank the apple juice, but I don't have any insulin. I'm going into diabetic shock. I'm dying. Oh God. Mom, I'm dying. Somebody, please. Wer wird uns nur retten? Also ich ja jedenfalls nicht. Ich hab keine Ahnung, wo das Zeug ist. Er ist tot, für immer. Ist gut, nehmen wir so. Meine Damen und Herren, dafür bitte. Das Like war kaputt. Psch, kloppen und so weiter und so fort. Wie das Ganze funktioniert hat. Coon checking in. How's it going for you guys? Fantastisch. Is everything cool over there? Natürlich. Okay. Keep me updated. Also, wie das funktioniert, haben wir ja gelernt. Jetzt in den Kommentaren. You know what makes my fart super bad? Handcrafted Tex-Mex. Das heißt, das soll ich jetzt machen und ihm ins Gesicht furzen, dann ist er wiederbelebt, ja? In die Not just any handcrafted Tex-Mex. It's gotta be something extra special. In den Kommentaren. Wird es funktionieren? Was ist denn jetzt los? You know what to do, new kid. Ja, das weiß ich. Ich habe es verstanden. Drücke X, um in zu essen. So wie zu meinem Auto. Funktioniert ja alles prima. Also meine Furze funktionieren ist quasi auch unter anderem wie... Moment. Oh, heilige Scheiße. Stellt sich heraus, dass ich im Moment nicht speichern kann, weswegen ich das Spiel gerade nicht beenden kann. Also, bitteschön, wir halten L2 und drücken nach L und R und dann muss ich jetzt drehen oder was? Nee, ich muss das jetzt machen. Ich muss weiterhin gedrückt halten. Und dann brauen wir so... Plötzlich atomare Erstschläge in Form von... Wir spulen die Zeit zurück. Wir können die Zeit zurückspulen. What happened? I thought I died from diabetes. I remember seeing a bright light, the hand of God reaching towards me. Then something farted in my face and I was back. I can almost still smell it. Sagst du dir, ja? Toll, wir haben den Glitch freigeschaltet, den wir hervorrufen wow, durch Furzen. Erklärt einiges. That's impressive. Now let's get back to that scripture. Two friends. We found a female, but she's escaped to the Italian restaurant. Requesting backup. You heard him. All coon friends to the Book of the Fagagini. Und plötzlich sind wir die Helden vom Erdbeerfeld, weil wir so feste furzen können. Jetzt aber dafür bitte den Like-Button kaputt, busch, busch, klomm und so weiter und so fort. In den Kommentaren, wer hätte mir denn diesen wunderbaren Furz überhaupt zugetraut? Und natürlich, ja, können wir damit ja doch alle so entglitschen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wartet. Tor offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video, ihr lieben Leute. Tschüss.